Hallo und vielen Dank, dass Sie sich für eine Arbeitsbühne der Firma Lindig entschieden haben. Wenn Sie wie ich, was ich nicht annehme, gar keine Ahnung haben von Arbeitsbühnen oder vielleicht auch noch ein bisschen ein paar Tipps brauchen, so den letzten Schliff, dann sind Sie hier in diesem Video goldrichtig. Neben mir steht der Experte Thomas Rast. Herr Rast, grüße Sie herzlich. Schönen guten Tag, Rügemann. Von der Firma Lindig. Und er wird uns jetzt mal ein paar Schritten erklären, wie ich so eine Arbeitsbühne aufbaue und was ich damit überhaupt machen kann. Aber Herr Rast, die erste Frage ist, was haben wir denn hier eigentlich an? Das sieht so ein bisschen aus wie, naja, Bergsteiger an der A4. Mhm. Gut, damit hat es nicht viel zu tun. Es ist eine PSA, persönliche Schutzausrüstung, die uns vorm Herabstürzen von der Bühne sichern soll. Diese wird mittels eines Karabinerhakens an der Bühne selber eingehangen. Dazu gibt es Verzorrösen, die dazu genutzt werden, die auch sehr sicher sind. Okay, also kann ich nicht runterfallen, ja? Definitiv nicht. Einhaken, runterfallen, wie beim Bergsteigen praktisch, ja. Herr Rast, ich habe mir also jetzt diese Arbeitsbühne bei Ihnen gemietet, möchte gerne zu Hause. Ich habe ein Hanggrundstück, das müsste ich Ihnen vielleicht auch noch sagen, ist ganz wichtig. Ich will zu Hause mit dem Teil meine Bäume beschneiden. Ziemlich große Bäume, Kastanienbäume, da komme ich mit der Leiter nicht dran. Was habe ich denn jetzt zuerst zu beachten? Grundlegend zwei Voraussetzungen müssen geschaffen sein. Oberleitungen dürfen nicht im Weg sein, darauf sollten Sie peinlichst achten. Zweitens, der Untergrund zum Abstützen der Bühne sollte fest sein, das heißt kein Kanal im Weg und zwingend unsere Abstützplatten verwenden. Sollten Sie sehr schräg abstützen müssen, haben wir zur Not noch Unterleghölzer auf dem Fahrzeug liegen. Und bei der Höhe? Kann man alle mal ausgleichen. Geht alles hier auszugleichen? Ja, mit denen? Das macht das Maschinchen automatisch. Prima. Sie müssen also im Besitz eines Pkw-Führerscheins sein. Das reicht? Das reicht aus für diese Bühne. Die ist also bis 3,5 Tonnen zulässig. Hier würde ich Ihnen kurz zeigen, wie die Bühne gestartet wird. Wie bei anderen Nutzfahrzeugen auch, wird der Motor gestartet, Kupplung treten. Dabei sollte die Handbremse angezogen sein. Dann hier den Nebenantrieb einlegen. Das heißt, hier wird die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Öldruck auf das Gerät gebracht wird. Dann langsam die Kupplung kommen lassen, sodass der Nebenantrieb eingeschalten ist. Ab jetzt können Sie schon beginnen, mit der Bühne zu arbeiten. Dann machen wir das mal, Herr Rast. Auch eine wichtige Voraussetzung, immer die Türen schließen. Ja, das sagt meine Frau auch immer. Ja. Alle weiteren Schritte gehen von der Bühne direkt aus. Na dann. Die Bühne, die die Welt bedeutet. Das ist ein bisschen was vom Zirkus. Ja. Aber jetzt würde ich erstmal wissen, dafür haben wir uns hier eingeschnallt. Wo kommt das hin? Hier? Nein. Herr Rückerwald, dafür sind extra Zorrösen vorgesehen, die wir hier unten im unteren Bereich der Bühne finden. Okay. Das ist das allererste, was ich machen muss. Ja. Anschnallen. Richtig. Wie im Auto. Von hier aus ist alles automatisch geregelt. Abstützbasis ist eingegeben. Ein Knopfdruck und die Bühne richtet sich automatisch aus. Okay, und der ist hier. Automatisch. Gibt es da einen, woher weiß die jetzt, dass... Ach so, ich habe es ja da hingelegt. Ich dachte... Muss ich da vorher das noch berechnen? Das ist genau meine... Die Stützen werden ausgefahren, dann müssten Sie nochmal die Bühne verlassen. Das habe ich in diesem Falle vorbereitet für Sie. Okay. Und die Platten unterlegen. Ab jetzt... Das so ein bisschen schätzen. Genau. Ab jetzt richtet sich die Bühne im Niveau automatisch aus. Hier unten ist nochmal eine Dosenlibelle zur Überprüfung der komplett im Waage stehenden Bühne. Hier sehen Sie vier grüne Kontrollleuchten, die brennen. Die Bühne ist im betriebssicheren Zustand. Herrlich. Hier beginnt schon im Prinzip die Nutzung der Arbeitsbühne im höheren Bereich. So, und jetzt habe ich hier jede Menge Knöpfe und das ist ein bisschen was auch vom Raumschiff, ne? Richtig. Hebel, ist aber relativ einfach zu erklären. Okay. Diese Kontrollleuchte zeigt Ihnen an, wenn Sie im 100%-Bereich in der Auslastung sind, seitliche Reichweite. Diese Knöpfe sind, um die Bühne im Niveau, im Korbniveau zu verstellen. Sollten Sie aber nicht benötigen, nur mal im Extremfall. Das heißt, Korb links, rechts? Vor und zurück. Vor und zurück. Mhm. Hier die Knöpfe sind im Drehbereich des Korbes, also den Korb im Winkel zu verdrehen. Ja. Na, wenn der Ast im Weg ist, den ich nicht abschneiden will? Genau. Mhm. Hier können Sie eine Geschwindigkeit einstellen. Hase oder Schildkröte, oder Hase, eindeutige Symbole. Perfekt für mich gemacht. Zum Beispiel, ja. Hier können Sie die Bühne komplett, deshalb auch die zusammengefahrene Symbolik, die Bühne komplett mit einem Knopf wieder zusammenfahren nachher. Das zeige ich Ihnen auch nochmal sehr deutlich nachher. Abgestützt sind wir. Ja. Können wir eigentlich zur Tat schreiten.
Wir nehmen die linke Joystick und schon geht's nach oben, Herr Unwald. Den linken Joystick nach vorne. Richtig. Und schon geht's nach oben. Okay. Oh. Befindet sich die Bühne annähernd in der Waage. Das Teleskop kann man jegliche andere Funktion mit dazu nehmen. Das heißt, wir können dann schwenken nach links oder rechts und wir können das Teleskop zusätzlich ausfahren. Zeige ich Ihnen kurz. Okay. Einfahren nach links. Nach vollendeter Tätigkeit, Herr Rügewold, kann man dann mit diesem Knopf relativ einfach die komplette Bühne wieder zusammenfahren. Voraussetzung hierfür ist aber, dass Sie vorher kein Hindernis umfahren haben. Weil das kennt die Bühne mit Sicherheit nicht. Okay. Mhm. Lampenmast umfahren, Baumstamm umfahren, dann müssen Sie die Bühne mit der Hand manuell zurückfahren. Wenn Sie aber kein Hindernis hatten, können Sie mit diesem Knopf komplett die Bühne wieder zurückfahren. Mhm. Wenn Sie jetzt eine längere Tätigkeit auf der Bühne durchführen, hier ein paar Äste abschneiden und so weiter und so fort, dann können Sie die Bühne auch abstellen, den Motor, beziehungsweise nach kurzer Zeit wieder starten. Und hier oben wird das Auto gestartet. Alles automatisch. Das ist Lindig. Und das sieht so ein bisschen aus wie der Lindig Buzzer. Wenn ich recht habe, drücke ich drauf. Nein. Sollten Sie nur im Notfall betätigen, also wenn üblicherweise zu zweit im Korb gestanden wird, jemandem was zustößt oder irgendein anderes Hindernis kommt, kurz drücken, ist die Bühne nicht mehr zu betätigen. Okay. Das ist ja einfacher, als ich dachte. Notausschalter wieder ziehen. Starten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also jemand wie ich, der von mir wird gesagt, ich hätte linke Hände, was natürlich nicht stimmt, zwei linke Hände. Es ist einfacher zu bedienen, als ich vorher dachte. Richtig. Tolle Geschichte. Dann lassen Sie uns mal wieder einfahren, herunter in die Welt. Dann drücken Sie einfach auf... Wieder nur den rechten roten Knopf. Kleinen LKW und dann macht er das von alleine. Das ist gigantisch. Alles automatisch. Ist das einfach. Ist das klasse. Freut mich. Da kann ja nichts passieren. Bin sicher, dass Sie Ihre Arbeiten erfolgreich erledigen können. Da fahren sich auch die Stützen automatisch ein. Richtig. Wenn alle vier Markierungsleuchten aufhören zu blinken, ist das Fahrzeug wieder transportbereit, also zum Abfahren bereit. Also das ist wirklich geniale Technik. Herr Rass, das war's. Wenn ich fertig bin, fahre ich das Teil zu Ihnen wieder auf den Hof. Sollten Probleme auftreten oder Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit unsere Hotline erreichen. In diesem Sinne viel Erfolg. Dankeschön.